Ja, moin, liebe Brussen, super, dass ihr auf den Sonntag wieder dabei seid. Was ein Start in den Sonntag, dass ich das noch erleben darf. Ein Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim. Spielerisch deutlich verbessert in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind wir so ein bisschen in alte Muster verfallen, aber rundum ein sehr, sehr guter und wichtiger Auswärtssieg. Ich bin da eigentlich komplett zufrieden. Also im Livestream gestern bin ich auch komplett ausgerastet. Und ja, jetzt muss man der Mannschaft einfach mal ein Kompliment machen für den Auftritt. Wir haben viel draufgehauen. Was ich mir trotzdem nicht erklären kann, sind die zwei Gesichter. Das Spiel in Augsburg, was wirklich katastrophal war, und das Spiel gestern, was wirklich in der ersten Halbzeit sehr, 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 sehr gut war. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht intern auch so geäußert wird. Also ich glaube, intern hat es da schon gerappelt nach dem Augsburg-Spiel. So einen Auftritt kannst du dir einfach nicht leisten. Und da war die Kritik auch von mir gerechtfertigt. Und jetzt ist heute auch mal Lob angesagt, definitiv bei dem Spiel. Und ja, wie gesagt, diese zwei Gesichter sind sehr, sehr... sehr, sehr, also diese Inkonstanz ist sehr, sehr schwierig zu erklären, aber wichtig ist jetzt, dass wir erst den ersten Auswärtssieg haben, auch für den Kopf, für das Mindset, dass du weißt, okay, du kannst auswärts auch Punkte holen. Und ja, also man hat auch gemerkt, wie wichtig Hofmann und gerade unser Capitano ist. Da kann man nur hoffen, dass er irgendwie verlängert. Die Zeichen stehen eher auf Abschied, aber ja, lassen wir uns überraschen. Das 1-0, ich gehe kurz auf die Tore ein und dann gehen wir in die Spielerbewertung. 1-0 von Hofmann, überragend. Vorlage Stindl, überragender Pass. Hofmann sehr, sehr gut gemacht. Hofmann an guten Tagen, der kleine Messi vom Niederrhein, ich sag's euch, wie es ist. Sehr, sehr starker Auftritt. Auch das 2-0, überragender Schnittstellenpass wieder von Stindl. Bisschen Glück, war kein Abseits dann. Und dann steht es 2-0, Hofmann eiskalt abgeschlossen. Angelino muss für mich rot runter. Wer die Szene gesehen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber für mich, ich bin auch einer, der hart in den Zweikampf gegangen ist früher. Aber das ist einfach rot mit der offenen Sohle in die Wade. Für mich ist das rot. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn einer da eine andere Meinung hat oder einfach mal kommentieren will, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann 1-2 in der zweiten Halbzeit, leider ein bisschen abgebaut, wieder hinten reingestellt. Das können wir nicht so gut. Ja, Baumgartner flankt dann Bebu. Macht das Tor. Ja, da sind wir, es sind Skelly und Itakura bei der Flanke nicht richtig draufgegangen. In der Mitte war es dann quasi 3 gegen 2, Elvedi Benzebaini gegen 3 Gegenspieler. Ja, und dann fällt das Tor. Und dann über Skelly und Hofmann das 3-1 eingeleitet. Und für mich, was mich am meisten gefreut hat, tatsächlich das 4-1. Ich glaube, das wird ein extrem wichtiges Tor sein. Player erobert den Ball, der in den letzten Wochen nicht gut gespielt hat. Über Kone, Luca Netz. Überragend für mich, startet komplett durch und spielt keinen Wischi-Waschi-Pass in den 16er, sondern ballert das Ding eigentlich dem Wolf auf den Fuß, dass er nur den Fuß hinhalten muss. Das war eine überragende Szene, fand ich auch von Luca Netz, wie energisch er einfach in diesen Lauf gegangen ist und wusste, ich baller das Ding jetzt dem Wolf so auf den Fuß, dass er es nur noch reinmachen muss. Und das war sehr, sehr stark von Luca Netz. Und ich glaube, das wird den Jungs auch Selbstbewusstsein für die kommenden Wochen geben. Und ja, für mich mussten Luca Netz und auch ein Hannes Wolf mehr Einsatzzeiten bekommen. Und das war ein Zeichen dafür gestern. Und jetzt, wie immer, lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Und jetzt starten wir richtig rein. Mit was ganz Besonderem, wie ihr wisst, Buschis Borussia ist jetzt ein offizieller Borussia Mönchengladbach Fanclub. Das ist für mich eine absolute Ehre. Und ganz, ganz viel natürlich auch Verpflichtung. Wie ihr wisst, ich stehe komplett zu den Werten von Borussia. Die werden wir im Fanclub verteidigen. Dazu werden noch Informationen folgen. Und viele haben sich natürlich gefragt, was ist mit deinem Shop? Ja, wie es in Deutschland so ist. Man muss so ein paar Steuerdinge klären. Das haben wir jetzt gemacht. Und als Fanclub sind wir natürlich wieder zurück. Ja, und da bin ich auch ganz transparent. Also für die, die es wissen, die Preise haben sich leicht erhöht, dadurch, dass wir halt 19% Umsatzsteuer ausweisen müssen. Ja, aber im Endeffekt war es mir wichtig, ein T-Shirt unter 20 Euro anzubieten. Und wir haben einen neuen Pulli für 32 Euro. Sehr, sehr fairer Preis, finde ich. Und wir haben den Pulli und den Shirt in Größe bis 4XL. Und wie immer, wenn ihr euch zwei Teile gönnt, legt ihr in den Warenkorb, kriegt ihr den Versand mit dem Rabattcode Buschi umsonst auschecken. Und dann gebt ihr hier in das Feld rein, Rabattcode Buschi in groß geschrieben und dann ist der Versand umsonst. Ich würde mich freuen, damit unterstützt ihr meinen Kanal. Die Sachen sind sehr, sehr cool geworden. Ich trage XL im Pulli, weil ich ihn einfach ein bisschen größer gerne mag. Ja, und wie gesagt, schaut gerne vorbei. Ab heute ist der Shop wieder live. Ich freue mich. Und jetzt starten wir rein mit der Spielerbewertung. Ja, im Endeffekt war es ein sehr, 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 sehr gut, man muss es einfach sagen, sehr, sehr gute erste Halbzeit. Fangen wir im Tor an. Omlin
Ich sehe ab und zu in den Kommentaren, ja, Omlin hätten wir nicht kaufen sollen, aber das ist jetzt vergossene Milch. Jan Olszewski ist unsere Nummer 2, was schade ist für Sippel, und Omlin unsere Nummer 1, und er macht es sehr, sehr gut. Ist in einer schwierigen Phase zu uns gekommen, wo wir echt schwach gespielt haben gegen Leverkusen und gegen Augsburg, und wo er oftmals hinter sich greifen muss, schon 4 Tore dann gefangen. Aber gestern, ich hätte ihm das zu Null auch gegönnt, war ihm nicht verwehrt, hatte einige gute Paraden, und hat immer sehr sicher gewirkt, auch bei Ecken hat mir das sehr gut gefallen, wie er die Sachen abgefangen hat. Hatte in der ersten Halbzeit einen Pass, wo er den Ball in die Mitte spielt, was natürlich sehr gefährlich ist. Ich glaube, auf Baumgartner war es, wo die dann eine Chance hatten. Aber rundum war das für mich eine mehr als solide Torwartleistung gestern, und deswegen gibt es von mir eine 2. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir mit den Außenverteidigern weiter. Skelly hat für mich gestern eine ordentliche Partie gemacht, auch wenn ich Leiner gerne gesehen hätte. Farke hat es halt damit verargumentiert, dass er lang verletzt war und jetzt 2 Spiele von Anfang an gemacht hat. Skelly hat für mich eine ordentliche Partie gemacht, fand ich stärker tatsächlich als Benzemaini, war auch am 3-1 entscheidend beteiligt, spielt den Pass da auf Hofmann, der legt ihn dann auf Stindl, und deswegen gebe ich Skelly. Er hatte einen Stellungsfehler und ist bei dem Anschluss von Hoffenheim nicht ganz energisch auf den Flankengeber draufgegangen. Deswegen gebe ich ihm mal eine 2-. Und Benzemaini war in der ersten Halbzeit, ist doch schon abgefallen von der Leistung, fand ich. War nach Offensiv kam gar nichts, im Defensiv ein bisschen unsicher. Deswegen gebe ich ihm eine 3, weil er sich in der zweiten Halbzeit doch sehr, sehr gefangen hat. Hatte einige gute Zweikämpfe geführt, war dann auch da. Und deswegen gebe ich ihm eine 3. Itakura, Wahnsinn, also hat 2-mal in einer ganz entscheidenden Situation geklärt, sonst hätten wir da einen gefangen. Auf der Linie 1-mal und 1-mal quasi, wenn er da nicht blockt, wäre das Tor auch gefallen. Deswegen gebe ich ihm Itakura eine 1. Einfach top, bockstark, auch wenn er beim 2-1 mit Skelly hätte energischer auf den Ball drauf gehen können, auf den Flankengeber. Aber da will ich nicht meckern. Elvedi auch ganz, ganz stark vor und verbessert. Neben Itakura. Ich glaube, Itakura zieht ihn da auch so ein bisschen mit hoch. Und Elvedi gebe ich eine 2. Ich glaube, also gegen Augsburg habe ich schlechte Noten gegeben. Heute wird es vermehrt gute Noten geben. Kone war für mich eine 1. Also Kone, was der Junge in den Zweikämpfen gerissen hat, wie viel Freistöße der rausgeholt hat, wie der gekämpft hat. Und da muss man ihm auch mal eine 1 geben. Ich finde, Kone hat eine überragende Leistung gestern gebracht. Weigel war ein bisschen unauffällig. Weigel war unauffällig. Das ist auf seiner Position auch gar nicht schlimm. Hat seinen Stiefel runtergespielt. Aber ich sehe ihn jetzt. Habe ihn gestern nicht auf dem Level von Kone gesehen. Ich fand Kone einfach überragend. Ich gebe Weigel. Ja, ich habe ihn besser gesehen als Benzemaini. Ich gebe ihm eine 3+. Und Kramer, ich glaube, die Aufregung war sehr, sehr groß vor dem Spiel, als er wieder auf der 10 gespielt hat. Er hat für mich aber in anderen Räumen diesmal gespielt. Stindl, wir haben quasi ohne links außen gespielt, weil Stindl auch oftmals in die Mitte gezogen ist und Kramer sich defensive hat fallen lassen und da wichtige Zweikämpfe geführt hat. Und für mich hat Kramer auch eine Topleistung gebracht. Er hätte eigentlich auch eine rote Karte von Angelino rausgeholt, wenn der Herr Brandt sie gegeben hätte. Hat er nicht, aber Kramer, gerade mit Stindl zusammen, war das sehr, sehr gut. Und ich gebe Kramer eine 2. Hofmann, 2 Tore, 1 Vorlage, ist für mich eine 1. Da muss man nicht groß rumreden, ist für mich der kleine Messi vom Niederrhein an guten Tagen. Das ist einfach ein Top-Spieler, wenn er seine Leistung auf den Platz bekommt. Und gestern hat er sie auf den Platz bekommen, dann sieht man, wie wichtig er ist. Auch mit seiner Mentalität, mit seiner Einstellung gestern war das sehr, sehr gut. Stindl, ich glaube, da müssen wir nicht drüber rumreden, ist auch eine 1. Wie er die Mannschaft angepeitscht hat vorm Spiel, wie er die 2 Vorlagen gemacht hat, wie er sein Tor macht, wie er mit den Fans jubelt, das ist einfach ganz, ganz wichtig für unser Team. Und gerade auf der 10 oder im linken Halbraum war das gestern einfach überragend. Und ich hoffe, dass er verlängert. Ich habe da andere Infos, dass er wieder zum KSC geht, weil auch seine Frau wieder zurück in die Heimat möchte. Aber wenn man da irgendwie noch was hinbekommen kann, glaube ich, wäre das schon sehr, sehr wichtig, um den kommenden Kaderumbruch, der trotzdem kommen wird, irgendwo zu moderieren mit Kramer, mit Hofmann. Wäre das schon sehr, sehr wichtig. Und auch Thuram habe ich sehr, sehr stark gesehen. Ganz, ganz anderer Auftritt wie gegen Augsburg. Er hat sich fallen lassen, hat sich da die Bälle geholt, ist in den Zweikampf rein, hat sich durchsetzen können, hat viele Freistöße rausgeholt und ist für mich auch eine 2. Thuram gestern sehr, sehr formverbessert. Und was ich ganz, ganz wichtig fand, war auch die Einwechslung. Ich kann Farke in dem Moment verstehen, dass er gestern sehr, sehr spät gewechselt hat, weil die Mannschaft war im Spiel.
Und in so einer hitzigen Phase dann 3, 4 Leute auszuwechseln, ist auch schwierig, dann kriegst du einen Bruch. Und im Endeffekt hatte Farke gestern recht. Er macht dann mit dem Team noch das 3-1, wechselt dann. Und Luka Netz, für mich wirklich überragende Aktion. Mit richtig Speed geht er auf der Außenlinie voran. Richtig, also auch mit dem Willen, da jetzt den Abschluss zu suchen oder die Vorlage, und knallt das Ding auf Hannes Wolf. Und das wird den beiden Aufschub geben. Ne? Und ich finde, Luka Netz muss mehr Einsatzzeiten bekommen. Ich bleibe dabei. Auch in Hannes Wolf, die mir in, wenn sie reinkommen, sehr gut gefallen. Also Hannes Wolf auf jeden Fall. Luka Netz hat man jetzt noch nicht so viel gesehen, aber die eine Aktion war für mich top. Auch ein Player holt den Ball vor dem Tor, vor dem 4-1, gewinnt den Ball, Kone spielt ihn dann. Und das war im Endeffekt sehr, 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 sehr gut. Und damit ist die Spielerbewertung abgeschlossen. Jetzt kommen wir noch zu den aktuellen News. Und Stindl hat es richtig gesagt. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt. Und dieses Gesicht brauchen wir einfach öfters. Das brauchen wir einfach öfters, um konstant Punkte einzufahren. Gucken wir einen Blick auf die Tabelle. Also wir sind immer noch in der goldenen Mitte. Da bleiben wir jetzt auch erstmal. Leverkusen kann mit einem Sieg gegen Dortmund heute noch an uns vorbeiziehen. Aber der Sieg war schon extrem wichtig. Ne? Also wir hatten gestern 6 Punkte, glaube ich, auf den Relegationsplatz. Jetzt sind es schon 9. Wir spielen jetzt gegen Schalke. Da musst du den Sieg einfach veredeln. Im kommenden Heimspiel gegen Schalke. Da müssen 3 Punkte her. Und dann fährst du zu Hertha, wo die auch gerade katastrophal spielen. Und dann zu Hause gegen Bayern München. Und ich fange nicht wieder von Europa an zu reden. Es geht jetzt erstmal darum, konstant Punkte einzufahren in den nächsten Wochen. Das ist definitiv möglich. Gegen Schalke ist ein Pflichtsieg. Gegen Hertha musst du was holen. Und wenn du aus den nächsten 3 Spielen 9 Punkte holst, dann fange ich wieder an, von Europa zu reden. Aber jetzt erstmal die Kirche im Dorf lassen. Es war ein Auswärtssieg, der extrem wichtig war. Aber wir haben uns positioniert, sage ich mal so. Player hatte wohl ein Angebot von Lyon, was abgelehnt wurde. Player bleibt bei uns. War in den letzten Wochen ein bisschen außer Form, aber gestern mit dem Ballgewinn würde ihm auch wahrscheinlich wieder Aufschub geben. Und dass Player gerade in der Zentralen wichtig für uns sein kann, das ist unbeschritten mit seinen Vorlagen. Das Gerücht Isidor, der wird nicht zu uns kommen. Das ist in den letzten Tagen aufgekocht. Der wird wohl zum FC Lorient gehen oder Lyon. Muss mal abwarten. Wird nicht zu uns kommen. Und unsere U23 verliert 4-0 vor dem Saisonstart gegen Rot-Weiß Oberhausen. Borges Sanchez hat gespielt, Telalovic hat gespielt in der zweiten. Mag nichts heißen, hoffe mal, dass sie besser in die Liga starten dann, weil sie wirklich eine sehr, sehr gute Runde spielen und uns auch teilweise begeistern mit ihrem Spiel. Hoffen wir mal, dass demnächst auch einer aus der zweiten Mal in der ersten regelmäßig wieder zum Einsatz kommt. Ein richtiges Fohlen, das würde mich freuen. Und zum Abschluss, wenn ihr noch nicht im Discord dabei seid, Link ist unten drin, da erfahrt ihr alles zum Fanclub, da erfahrt ihr alles zum Fanshop, alles zu Tickets, alles zum Spieltag, da gibt's alles, über 1200 mittlerweile, ist einfach eine Wahnsinnszahl. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur noch einen super Sonntag, schaut im Shop vorbei, lasst ein Abo und einen Daumen da und macht's gut. Ciao.